Das gibt es einfach nicht. Salzburg führt im alles entscheidenden Champions League Quali-Spiel gegen Roter Stern Belgrad schon mit 2:0 und kassiert innerhalb 2 Minuten 2 Tore. Am Ende bleibt Fassungslosigkeit, Trauer und die Erkenntnis, dass man zum 11. Mal die Chance auf die Champions League vergeigt hat. Die Salzburger lagen nach 2 Treffern von Munasterbird 45. 48. Foul Elfmeter verdient mit 2:0 auf Kurs, gaben aber innerhalb von 77 Sekunden und 2 Toren durch Elfadu Ben Nabuane 65. 66. die fast sicher geglaubte Königsklassenteilnahme noch aus der Hand. Während der 28-fache serbischen Meister Inkel Jugoslawien nach 6 erfolglosen Versuchen erstmals im Konzert der Großen mitspielt, wechselt Salzburg wieder auf inzwischen bewährtes Terrain, die Europa League-Gruppenphase. Die Auslosung erfolgt am Freitag um 13:00 Uhr in Monaco. Im Angriff gab Rose neben Einserstürmer Munasterbird dem erst 19-jährigen Parzen Dakar den Vorzug gegenüber Reinhold Jabo oder Smail Priviljak, immerhin der Doppeltorschütze zuletzt in Altach 3:2. Xaver Schlager, in Belgrad nur Wechselspieler, startete diesmal statt des verletzten Zlatko Junosovic. Roter Stern-Trainer Vladan Milojevic baute seine Offensive im Vergleich zum Hinspiel um. Mittelstürmer Nikola Stojilajkovic fehlte verletzt, zudem verzichtete der Trainer auf den brasilianischen Rechtsaußen Cafu. Stoßstürmer Nemanja Milic und Ben Nabuane sowie Nemanja Radonjic aus der zweiten Etappe sollten für die nötige Offensivpower sorgen. Red Bull Salzburg startete überfallsartig, der Europa League Semifinalist des Vorjahres trat von Beginn weg dominant auf, agierte in der Offensive druckvoll und in der Defensive stets präsent. Vom Rasenschach der Vorwoche war keine Spur. Die größte Möglichkeiten in der Anfangsphase fand Dakar vor. Der sambische Teamstürmer agierte aber erst beim Abschluss aufs verwaiste Tor zu wenig konsequent, nachdem Gästegoalie Milan Borjan den Ball bei seinem Ausflug verfehlt hatte. 10. Im Anschluss an einen sehenswerten Doppelpass mit Dabur stimmte wenig später die Ballannahme nicht. 19. Beide Versuche wurden zudem letztlich noch geblockt. Salzburg schnürte die Serben mit Powerfußball in ihrer Hälfte ein. Doch die phasenweise neunköpfige Menschenmauer der Serben präsentierte sich neuerlich recht stabil. Hannes Wolf 13. 28. und Amadou Haidara 36. versuchten sich erfolglos mit Fernschüssen. Roter Stern trat wie im Hinspiel offensiv kaum in Erscheinung. Unterstützt vom späteren Matchwinner Ben Nabuane deuteten Radonjic 30. und Milic 33. lediglich im Umschaltspiel Gefahr an. Als es bereits nach einem Pausen-0:0 aussah, ließ Dabur die etwa 10.000 frenetischen Gästefans verstummen. Der Israeli löste sich im perfekten Moment für Ulmers Maßflanke und schoss Volley zur verdienten Führung ein. 45. Die Führung durch den Goalgetter des Club Metzen Dietrich Mateschitz von den Sitzen, der einen Wiederbeginn nach Maß sah. Roter Stern-Kapitän Vujadin Savic fuhr Wolf nach dessen Schuss in die Parade und der türkische Starschiedsrichter Cüneyt Çakır entschied auf Elfmeter. Dabur verlud Borjan und stellte mit einem trockenen Schuss ins linke Eck auf 2:0 48. Die Gäste forcierten notgedrungen die Offensive, Milan Pavkov kam für den blassen Milic und stellte sich gleich mit einem Schuss knapp drüber vor, 52. RBSVS. RSB, der Knackpunkt der Party. Die Szenerie blieb hektisch, nach einer minutenlangen Diskussion mit Rudelbildung nach einem Bodenduell, die in 2 gelben Karten für beide Mannschaften endete, verlor Salzburg komplett den Faden. Wolf verlor gegen Milos Degenek an der Flanke den Ball, Ben Nabuane drückte zum Anschlusstreffer über die Linie, 65.
Salzburg taumelte und die Partie kippte in 77 Sekunden. Degenek entwischte Ramalho nach einer weiten Freistoßflanke. Die Bogenlampe des Verteidigers senkte sich über Stankovic ins lange Eck. Ben Nabuane war noch mit der Schuhspitze dran. 66. Fast ungläubig zogen die Serben im Anschluss wieder ihre Defensivketten auf. Borjan war bei Heiteras Weitschuss, 74. sowie einem Freistoß des eingewechselten Reinhold Jabo zur Stelle, 80. Die Salzburger, die bereits zuvor unglaublich viel investiert hatten, setzten noch einmal zum Schluss Sprint Richtung Millionenliga an. Rose warf Priveljak in die Partie, Haidara setzte einen Kopfball aus hervorragender Position klicklich daneben, 86. In der Nachspielzeit traf Dabur den Ball nach Haidara Flanke nicht richtig, auch Ramaljos Kopfball fiel zu zentral aus. Der Traum vom europäischen Herbst in der Königsklasse, für Salzburg erfüllte er sich ein weiteres Mal nicht. Red Bull Salzburg vs. Roter Stern Belgrad, ÖFB-Duelle gegen serbische Clubs, Saison ÖFB-Club Gegner, Ergebnis Heimergebnis auswärts 1962 63. SK Rapid Roter Stern Belgrad 1:1 0:1 1966 67. Admira Vojvodina Novi Sad 0:1 0:0 1976 77. Austria Salzburg Roter Stern Belgrad 2:1 0:1 1980 81. Laskar Nikki Nis 1:2 1:4 1996 97. GAK Vojvodina Novi Sad 2:0 5:1 2001 02 SK Rapid Partizan Belgrad 5:1 0:1 2019 Austria Wien Vojvodina Novi Sad 4:2 1:1 2012 13 SK Rapid Vojvodina Novi Sad 2:0 1:2 2014 15 SV Grödig Kukaritski Belgrad 1:2 4:0 2018 19 RB Salzburg Roter Stern Belgrad 2:2 0:0 mehr bei Spox, UEFA 5 Jahreswertung, Champions League Platz ab 2019 20. gesichert L Auslosung im Livestream auf DAZN, gibt es noch einen Transfer bei den Bullen?